Wir machen nur ein kurzes Video und ich musste jetzt eine ganze Weile warten, bis ich überhaupt das Video aufzeichnen konnte, weil draußen eine grün-graue Wand kam mit Sturm und jeder Menge Regen. Gott sei Dank nur mit kleinem Hagel. Ich habe echt gedacht, ach du ein heiliges Radieschen, was kommt denn da? Ist etwas sanfter geblieben, aber es war eben sehr unruhig. Und ruhig ist es auf diesem Foto hier in Leipzig beim Maxi. Grüße Sie und grüße euch. Unruhig wurde es hier beim Carsten in Nörvenich. Das finde ich ein ganz, ganz tolles Foto, ein schöner Schnappschuss. Und ungemütlich wurde es dann auch in der Grafschaft Bentheim beim Timo hier. Genauso sah es letztendlich gerade bei mir hier vor der Haustür aus, wie diese Wolke da aufgezogen ist. Und dann dieses grüne Maul kennt ihr vielleicht, wenn diese Wolkenfetzen ziehen und dann wird alles so grau-grün. Und der Patrick hat dieses Foto aufgenommen, ich weiß nicht wo, aber das sieht so richtig schön nach Hochsommer aus, beziehungsweise schon so ein bisschen nach zweiter Hochsommerhälfte. Und das haben wir jetzt mal genannt, der Sommer altert langsam. Wir schauen uns das gleich an, was ich damit meine. Wir hatten mal vor Monaten darüber gesprochen, dass in der ersten Sommerhälfte mehr Labilität ist und in der zweiten Sommerhälfte mehr Stabilität. Zuvor schauen wir mal auf die Gewitter. Es werden am Alpenrand aktuell sind ja hier ein paar größere Gewitter unterwegs, weiter nach Osten ziehen, den Alpenrand entlang. Und auch in der Nordosthälfte können sich nochmal größere Schauer und Gewitter entzünden mit Hagel, mit sinnflutartigem Regen und Sturmböen. Und auch sonst haben wir noch ein erhöhtes Risiko für lokale, örtliche Schauer und Gewitter. Es wird wie immer dabei nicht jeden treffen. Morgen ist es insgesamt ein bisschen ruhiger. Die letzten Reste dieser feucht-warmen Luft liegen im äußersten Osten und auch in den Alpen. Am Alpenrand und im Osten, da besteht auch noch mal ein Risiko für Gewitter. Aber insgesamt ist es morgen ruhiger. Sonst wird es auch einzelne Schauer und Gewitter geben, aber das sind eher so schlappe Sachen im Vergleich zu dem, was sonst ist. Das ändert sich dann in der Nacht auf Freitag. Von Südwesten her zieht eine erste größere Front wohl rein. Zunächst gibt es in Alpennähe Schauer und Gewitter und im Laufe der Nacht erreicht uns von Frankreich her dann ein größerer Schauer- und Gewitterkomplex. Das müssen nicht unbedingt die ganz großen Unwetter sein, aber es ist eben was Größeres, wo es dann auch mal längere Zeit sehr viel Regen geben kann mit entsprechend lokalen Überflutungen. Das Ganze zieht sich dann bis zum Morgen in die Mitte. Und am Freitag tagsüber werden wir verbreitet Schauer und Gewitter bekommen. Da gilt es auch wieder, es wird nicht jeden treffen. Manche bekommen ein paar Tropfen ab und andere so viel, dass wieder Unterführungen unter Wasser stehen und auch Keller volllaufen können. Und etwas ungemütlicher, in Anführungszeichen, wird es dann im Süden und Südosten. Da können die Gewitter unwetterartig ausfallen, vor allen Dingen mit sinnflutartigem Regen und auch mit Sturmböen, die hier verbunden sind. Aber hauptsächlich wird es der sinnflutartige Regen sein. Das sind innerhalb von wenigen Stunden 30 bis 80 Liter auf den Quadratmeter drin. Dann ist erst einmal Ruhe angesagt und der Wind im Nordwesten am Wochenende, der hält sich in Grenzen. Schauen wir auf die Niederschlagssummen nach dem europäischen ECMWF-Modell. Im Südosten, das sind hauptsächlich die Schauer und Gewitter. Das ist die Schauer- und Gewitterfront, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durchziehen wird. Und das amerikanische GFS-Modell macht das letztendlich genauso. Achtet mal jetzt auf diese Niederschlagssummen. Es geht gar nicht darum, was wirklich darunter kommt, sondern wie die Verteilung ist. Und wenn wir jetzt 6 Tage draufrechnen, zack, wird es wieder deutlich nasser werden. Das heißt, an der Grundstruktur der Großwetterlage wird sich voraussichtlich wieder etwas ändern. Es wird in der nächsten Woche ein bisschen stabiler werden. Schauen wir mal auf die Wetterlage und jetzt schauen wir uns auch mal an, was dann mit Stabilität und Labilität gemeint ist. Das ist die gemittelte Wetterlage für den 18. Juli, das ist nächste Woche Donnerstag. Da haben wir am Boden den Keil des Azorenhochs, der bis in den Süden Deutschlands reicht, nach Norden zu Tiefdruck. Und dann staffelt sich das Ganze hier in den Farbschattierungen ab. Das ist Tiefdruck, tiefes Geopotenzial, das ist Hochdruck und das höchste Geopotenzial liegt über Nordwestafrika. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe liegen bei 15 Grad im Südosten Deutschlands und bei 10 Grad im äußersten Nordwesten. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel haben wir überdurchschnittlich hohe Temperaturen. Wir gehen noch einmal zurück zu der Druckverteilungskarte. Und das habe ich jetzt mal hier ein bisschen plakativer gemacht. Das ist die minus 10 Grad Isotherme in 5,5 Kilometer Höhe. In der ersten Sommerhälfte, nehmen wir den Mai noch mit dazu und den Juni, da haben wir noch gewisse Restkälte aus der alten Wintersaison. Die ist in der Höhe ausgeprägt und hat dadurch eben eine ganz, ganz hohe Labilität. Das bedeutet, wenn die Sonne scheint, entstehen sofort Quellwolken und immer wieder Schauer und Gewitter oder kleinere Regentiefs. Es war ja auch sehr ungemütlich in der ersten Sommerhälfte.
Und jetzt, wo die Kälte abgebaut ist und die Wärme auch die Höhe erreicht hat, kommt mehr Stabilität rein. Wir werden zwar weiterhin Schauer und Gewitter bekommen, aber nicht mehr durchgehend. Da sind solche Tage dabei, wie im Hintergrund auf diesem Bild. Und wenn wir dann weiterschauen bis zum 26. Juli, da ist das Azorenhoch, der Keil des Azorenhochs reicht bis zu uns. Auf der anderen Seite schattiert sich das Ganze wieder hier weiter zu uns rein. Am Boden haben wir immer wieder aufflackernden Hochdruck. In der Höhe eher Tiefdruck. Das heißt, dieses Schaukelspiel, das wir bisher haben, geht hin und her. Und da haben wir wieder die minus 10 Grad Isotherme, die südlich der Alpen entlangläuft. Und in der ersten Sommerhälfte waren das hier minus 15 und hier minus 20. Da ist es also 5 Grad wärmer geworden. Das heißt, die Schauer- und Gewittergefahr, auch wenn sie da ist und immer wieder kommt, ist nicht mehr ganz so hoch wie in der ersten Sommerhälfte. Und es werden sich nicht mehr ganz so viele Quellwolken und Wolken überhaupt bilden wie in der ersten Sommerhälfte. Das ist der kleine Lichtblick, obwohl sich an der Großwetterlage wenig ändert. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe gehen zurück. Im Mittelmeerraum ist es heiß, da soll es auch hin. Wir haben um die 10 Grad in 1500 Meter Höhe, im Süden wärmer, im Süden ein bisschen kühler. Und man höre und staune, im Vergleich zum langjährigen Mittel ist das sogar ein bisschen zu kühl. Ich fasse mir ständig ins Gesicht, weil ich irgendein Haar hier habe. Ich weiß nicht, ob das von Mietze ist. Und das kitzelt dann eben immer ein bisschen. Gehen wir auf ein Ensemble für Erfurt. Rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Einzelberechnungen, die wir in den verschiedenen Farben finden. Unten immer wieder die Niederschlagssignale, ist klar. Hier wogt es so ein bisschen hin und her, da wird es am Wochenende kühler, zu Beginn der nächsten Woche nochmal wärmer und dann geht es runter mit den Temperaturen und wir bleiben um das langjährige Mittel herum. Und zwar genauso, wie es sich für diese Jahreszeit im Schnitt gehört. Da gibt es Ausreißer, die gehen nach oben und es gibt Ausreißer, die gehen nach unten aus dieser Grundwetterlage heraus, die wir eben gesehen haben. Und das europäische ECMWF-Modell macht es 1:1 genauso. Der Lichtblick ist, dass es zwischendurch mal stabiler wird und etwas weniger Regen geben wird. Und auf der anderen Seite wird es aber trotzdem immer wieder Schauer und Gewitter geben. Ja, und ich weiß, nicht jede Region in Deutschland hatte so viel Regen und hat einen pitschnassen Boden. Da kann ich nur sagen, seid froh. Und wir haben keine Dürrekatastrophe. In einigen Regionen ist der Boden relativ trocken. Ja. Das ist aber im Vergleich zu dem, was wir in den vergangenen Jahren hatten oder noch vor 5, 6 Jahren, gar nichts. Und da kommt auch Regen hin. Schauen wir ganz kurz die Extreme an. Einmal warm, einmal kalt. Das ist die wärmste Variante, wo wieder eine Glocke aus dem Mittelmeerraum kommt mit Hitze und Temperaturen von über 20 Grad in 1500 Meter Höhe. Das ist analog die Wetterlage zu gestern. Und die kälteste Variante bringt ein Tief rein mit hochreichend kühler Luft, die vorübergehend mal die Wärme unterbrechen würde und Temperaturen von unter 5 Grad in 1500 Meter Höhe, entsprechend mit Regen und Wind. Das ist im Prinzip exakt dasselbe und dasselbe Muster, das, was wir in den vergangenen Wochen auch hatten, nur alles auf einem etwas höheren Niveau der Temperaturen in 5,5 Kilometer Höhe. Bis morgen.